Kennt ihr so komische Leute, die ihr Geld einfach so in der Hosentasche tragen? Ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Ich sehe das immer und denke mir so, Leute, das fällt doch raus und dann habt ihr so auch Scheine einfach so in der Hosentasche. Und ich denke mir so, nee, da brauchst du auch eine ordentliche Geldbörse für. Jetzt könnt ihr mir sagen, ja gut, aber Geldbörsen an sich sind langweilig. Nicht bei Elbenwald. Wir haben ja alles Mögliche. Wir haben jetzt nicht die 1000 und eine Geldbörse, ist ein bisschen weniger, aber wir haben für alle was. Und zwar haben wir nicht nur die Geldbörse zu euren Lieblingsserien und Filmen und Games und Anime, wir haben sie auch zu jeder Möglichkeit, die sich anbietet. Hier zum Beispiel passend zu eurer Collegejacke. Oder wenn es nicht zur Collegejacke sein soll, habt ihr dann direkt vielleicht noch draufstehen, wie es gehört, wem es gehört. Hier zum Beispiel Property of Joker, was aber auch für Harley was wäre. Ihr mögt es nicht eckig, dann habt ihr vielleicht was für runde Geldbörsen übrig. Bei der speziellen her fließt sogar noch Sand durch das Cover. Ihr denkt euch, Sand ist vielleicht nicht, naja, nicht so cool, dann nehmen wir doch vielleicht ein Blatt. Hier direkt bei Herr der Ringe. Und was ich hier auch gut finde, wenn man das Blatt öffnet, hat man inne auch nochmal richtig viele Fächer und in den Fächern ist jedes Mal noch die Karte von Mittelerde abgedruckt. Jetzt denkt ihr euch, okay, ein Blatt, wie geht's noch cooler, wie wär's mit einer Gurke? Es kann mir keiner erzählen, dass jemand schon mal sein Geld in eine Gurke rumgetragen hat. Das ist eine Gurke. Ich weiß, ihr kennt es ja von Rick and Morty, Pickle Rick. Dann machen wir weiter mit Legend of Zelda, hier wieder eine größere, rechteckige Geldbörse. Wenn ihr denkt, Mensch, Gaming ist schon ganz cool, aber wenn ihr jetzt denkt, ich habe so viele Lieblingsspiele, ich kann mich gar nicht entscheiden, machen wir es doch einfach rund und sagen, Mensch, also nicht rund, immer noch eckig, aber nehmen wir doch einfach einen Gameboy. Hat einer von euch schon mal sein Geld in einem Gameboy aufbewahrt? Ich denke nicht. Wenn ihr jetzt denkt, okay, das war schon wieder eckig, gehen wir wieder ins Runde und zwar direkt ringförmig wie der eine Ring. Und die eine Ring Geldbörse sieht nicht nur aus wie der eine Ring, es ist sogar der eine Ring noch mit dran. Das heißt, ihr könnt jeglichen, der an euer Geld will, sogleich damit knechten. Rick and Morty hatten wir jetzt schon mit Pickle Rick, aber hier haben wir noch eine Geldbörse und die ist in ziemlich bunten Farben gehalten und hat so ein bisschen psychedelischen Touch. Und sogar, ich bin mir gar nicht sicher, ob das gerade rüberkommt, der Reißverschluss glitzert und schimmert auch in den verschiedenen Farben. Es geht weiter und zwar zu Super Mario. Der ist jetzt offiziell kein Klempner mehr, weil Nintendo meinte, naja, der hat so viel damit zu tun, Peach zu retten, der hat gar keine Zeit. Hier direkt noch mit Schlüsselring, das heißt, ihr habt ja nicht nur eure Geldbörse, euer Geld, eure Karten beisammen, sondern auch noch euren Schlüssel. Wenn dann das allerdings in den Gulli fällt, braucht ihr vermutlich einen richtigen Klempner, der euch das wieder rausholt. Jetzt begeben wir uns auf die dunkle Seite. Ich wollte erst sagen, der Macht, dann hatte ich Nacht im Kopf. Mit den Winchester-Brüdern haben wir hier direkt noch eine Geldbörse zu Supernatural, wo wir auch einfach mal ein Ouija-Board drauf haben. Also ist kein komplettes, hier haben wir nur die Zahlen, aber ich würde sagen, das ist ja mehr so eine Art Telefon-Ouija-Board. Also wenn ihr nicht einfach direkt mit den Leuten über das Brett reden wollt, sondern denkt, nee, ich höre die lieber direkt. Die gute hier sieht aus wie die TARDIS, ich muss aber ehrlich zugeben, die ist innen nicht größer als außen. Es passt trotzdem gut was rein, aber ich glaube nicht, dass ihr komplett darin verschwinden könnt. Und ich glaube, sicherheitshalber reißt die TARDIS auch nicht durch die Zeit, sonst ist euer Geld nämlich weg. Hier als halbe Plüschvariante mit Karabinerhaken zum Festmachen haben wir das Ohngesicht. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr damit den anderen Leuten genauso Geld anbieten wollt oder einfach euer eigenes darin behaltet, aber es sieht genauso aus wie Shiros Reise ins Zauberland und es ist noch ganz soft und weich. Und als letzte Geldbörse, die ich euch jetzt hier zeigen will, weil wir noch so viele haben, eine von Deadpool. Und die ist halt genauso rund und sieht aus wie das Deadpool-Logo. Ja, das waren jetzt eine ganze Menge Geldbörsen, die wir hier bei Elbenwald haben. Und wir haben noch eine ganze Menge mehr. Das heißt, am besten klickt ihr euch mal durch, da ist verlinkt und in der Videobeschreibung ist auch noch verlinkt. Und dann könnt ihr gucken, ihr könnt nach eurem Lieblingsstory schauen, ihr könnt nach eurem nach eurer Lieblingskonsole gucken, ihr könnt eigentlich nach allem gucken, was es gibt und habt dann euer Geld in der richtigen Variante dabei. Weil genau das ist nämlich das Schöne daran, dass man heutzutage nicht nur so stinknormale Funze, Geldbörsen benutzen kann, sondern man kann eigentlich mittlerweile jeden Aspekt seines Lebens auf seine Lieblingsstories irgendwie festlegen. Man hat mir auch schon mal gesagt, noch zu Uni-Zeiten, als ich mit, ich weiß nicht mehr, Death Note, Shirt, Targaryen, Tasche, Schicki, Anhänger und so weiter rumgelaufen bin, Mensch, mit dir findet man eigentlich direkt ein Thema, worüber man reden kann. Das finde ich ziemlich cool, weil man dann auch direkt sieht, ach, derjenige interessiert sich dafür, dafür, dafür. Dafür habe ich vielleicht nicht ganz den Nerv, aber dafür bin ich voll der Fan und schon hat man den perfekten Gesprächseinstieg.
Dann möchte ich euch vielleicht noch fragen, was denn euer Lieblingsfandom ist, wo ihr dann auch die Geldbörse zu holen wollen würdet. Und danach verabschiede ich mich in die Nacht. Wenn es sobald spät genug geworden ist und draußen dunkel ist. Aber irgendwo ist ja immer Nacht und wahrscheinlich ist jetzt schon der Bildschirm schwarz und ihr hört mich nur noch aus dem Off sprechen. Bis bald.